Die Legende des auserwählten Untoten. Ein verfluchtes Wesen, welches nach Lordran reisen, die Glocke des Erwachens läuten und daraufhin das wahre Schicksal der Untoten erkennen sollte. Eine verheißungsvolle Geschichte mit ungewissem Ausgang. Das wahre Schicksal der Untoten. Eine Methode, den Fluch zu brechen oder wenigstens den eigenen Verstand zu behalten. Die Möglichkeiten waren im Grunde endlos. Das machte Mut und Hoffnung für das eigene Schicksal, doch auf meiner Reise musste ich nach und nach erkennen, dass Legenden nicht vom Himmel fallen, sondern irgendwo ihren Ursprung haben. Und das bedeutet nicht immer unbedingt etwas Gutes. Eine Aufgabe nach der anderen musste gelöst werden, eine schwieriger als die nächste. Zwei Glocken statt nur einer, das Herrschergefäß in der bis auf wenige Soldaten leergefegten Stadt der Götter, die Fürstenseelen mächtiger Wesen und als Belohnung das Antreten des Erbes von Gwyn. Was würde einen hier erwarten? Dazu die Prinzessin Guinevere und der im Verborgen liegende Gwyndolin, die beide scheinbar gemeinsame Sache mit der Urschlange Frammt machten, welche mich auf der Reise anleitete. Diese vielen kleinen Puzzleteile konnten nur ein Gesamtbild ergeben. Die Legende des auserwählten Untoten entstammte von den Göttern selbst. Ewig lang warteten sie auf einen Untoten, der die vorgegebenen Ziele erreichen könnte. Bis zu diesem Punkt folgte ich also dem Plan der Götter, bis ich schließlich Antworten bei der Sonnenlichtprinzessin suchte. Warum würden die Kinder des Fürsten Untote auf eine so umfangreiche Reise schicken? Was sollte am Ende geschehen? Und warum soll ausgerechnet ein verfluchtes, unbedeutendes Wesen das Erbe Gwyns antreten? Auf keine Frage gab es von ihr eine Antwort. Zornig richtete ich also Pfeil und Bogen auf die Prinzessin, die jedoch keine Miene verzog. Schon bei der ersten Begegnung spürte ich, dass irgendetwas nicht stimmen konnte. Und auch hier war nun ganz unterschwellig die Präsenz von Gwyndolin zu spüren. Ich feuerte den Pfeil ab und erschlug so das Trugbild einer Prinzessin, die schon längst vergangen war. Während die Stimme Gwyndolins ertönte und zornig über das schändliche Verhalten mit dem Umgang des Abbildes der Guinevere schimpfte, verschwand zeitgleich das Sonnenlicht aus Arnor Londo. Die Stadt wurde plötzlich in ein düsteres Mondlicht getaucht, die Wächter verschwanden und die gigantische Illusion, die über der ganzen Stadt hing, löste sich zusammen mit ihrem Glanz auf. Das wahre Gesicht des von den Göttern verlassenen Arnor Londo zeigte sich, und es war offensichtlich, dass dies Gwyndolins Werk war. Die Illusion der Stadt, die falsche Prinzessin, womöglich sogar die Legende des auserwählten Untoten, er schien der Drahtzieher hinter alledem zu sein, der für eigene Zwecke ganze Heerscharen an Untoten manipulierte, mich mit eingeschlossen. Sofort machte ich mich auf den Weg. Zwei Untote forderten mich ohne große Worte heraus. Eine Leibgarde des Gottes, möglicherweise. Ich stellte mich dem Feind und konnte die beiden nach einem kurzen Kampf besiegen. Vor dem großen Tor der Kathedrale wartete die Feuerhüterin der Stadt auf mich, welche ganz offensichtlich im Dienste Gwyndolins stand. Die Kriegerin war äußerst geschickt mit dem Schwert. Sie kämpfte mit Bedacht und wartete darauf, dass ich einen Fehler machte. Nur knapp wich ich ihrer Klinge aus, während ich meiner Gegnerin mit einem schnellen Schwerthieb den Todesstoß versetzen konnte. Ein äußerst knapper Sieg. Ein letztes Mal rief die Feuerhüterin nach ihrem Meister, bevor ihr lebloser Körper schließlich zu Boden fiel. Die Hindernisse waren beseitigt. Und ich konnte Gwyndolin schließlich in der Gruft des großen Fürsten konfrontieren. Hinter der Nebelwand sprach die Finstersonne mit Abscheu zu mir und machte unmissverständlich klar, dass er mein Handeln nicht weiter dulden würde. Der Gang vor mir zog sich plötzlich enorm in die Länge und Gwyndolin begann mit dem Wirken von Zaubern, die auf mich einschlugen. Interessant, dass die Finstersonne Zauberei den Wundern der Götter vorzog. Ich versuchte, den magischen Projektilen so gut es ging auszuweichen. Die Säulen im Gang boten dabei nur bedingt Schutz. Gwyndolin zog sich derweil immer weiter zurück und wahrte einen sicheren Abstand zu mir, während er unnachgiebig mit seiner mächtigen Magie um sich schoss. Er wirkte mächtig und schwächlich,
Doch seine Fähigkeiten im Umgang mit Magie und Illusionen machte das mehr als wett. Es war äußerst anstrengend, den Angriffen auszuweichen und gleichzeitig zu versuchen, ihn zu erreichen. In einem letzten Sprint stürmte ich schließlich vorwärts, überraschte so meinen Feind und durchstieß den schmächtigen Gott mit der Klinge. Mit seinen letzten Worten wünschte er mir ewiglich verflucht zu sein, ehe die Finstersonne Gwyndolin im Lichte des Mondscheins zusammenbrach und sich sein blasser Körper auflöste. Mit seinem Tod endeten schließlich auch die restlichen Illusionen. Der Gang verwandelte sich zurück und ich fand mich vor der leeren Gruft des großen Fürsten Gwyn wieder. Ein kleiner Strauß Blumen lag auf der riesigen Gedenkstätte, davor stand ein kleiner Stuhl für eine einsame Wache. Auf meiner Suche nach Antworten hatte ich mich gegen die Götter aufgelehnt. Die Illusionen des zurückgezogenen Gwyndolins waren aufgedeckt, die Manipulationen hatten nun hoffentlich ein Ende. Framd würde ich von alledem natürlich nichts erzählen. Ihm konnte ich nicht mehr trauen. Auf der langen Reise hatte ich viel gesehen, viel gelernt und einiges durchgemacht. Ich folgte einer Legende und musste dabei erkennen, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Dennoch hatte ich die Herrscherseelen bereits eingesammelt. In der Kammer des Feuerbandschreins würde sich mein Schicksal vielleicht erfüllen. Was also auch immer hinter dem Tor lauerte, ich allein würde die Entscheidung über die Zukunft fällen, denn dies ist nach wie vor meine Geschichte.